Die AfD-Vizechefin Beatrix von Storch hatte sich für Samstagmittag im Waldheim im Nürtinger Stadtteil Roßdorf zur Wahlveranstaltung angekündigt. Zusammen mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Lars-Patrick Berg und der Direktmandantin für den Wahlkreis Filder-Nürtingen, Dr. Vera Kosova, sprach sie vor rund 50 Anhängern in der Roßdorfer Sportgaststätte. Etwa 20 Mitglieder der Antifa waren einem Facebook-Aufruf gefolgt und versammelten sich ebenfalls beim Restaurant. Lautstark demonstrierten sie gegen die Veranstaltung und die Ideen der AfD. Mitgebrachte Spruchbänder, Banner und Fahnen unterstützten die AfD-Gegner bei ihrer Demo. Drei der Demonstranten legten sich in Weißenhöhen direkt vor das Restaurant. Die Polizei war mit rund 30 Beamten vor Ort und sorgte dafür, dass das AfD-Treffen ohne Zwischenfälle ablief. Der zuständige Einsatzleiter sprach von einer friedlichen Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse. Rund 2 Stunden dauerte die Vortragsreihe im Saal des Roßdorfer Waldheims. Danach ging es für die EU-Abgeordnete der AfD, Beatrix von Storch, weiter zur nächsten Wahlkampfveranstaltung nach Freudenstadt.